Sie sind hier, 20. September 2018, 18.15 Uhr, von Sport 1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Pierre-Emerick Aubameyang wird von seinem Vater trainiert. Urheberrecht instagram.com/aubameyang.papa Arsenal-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang wird im Nationalteam von Gabun zukünftig von seinem Vater trainiert. Auch ein Ziel gibt es schon. Arsenal-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang wird zukünftig von seinem Vater trainiert, zumindest im Nationalteam. Wie der gabonische Verband mitteilte, übernimmt Pierre-François Aubameyang gemeinsam mit Daniel Cousin die Leitung der afrikanischen Auswahl. Aubameyangs Vater war früher selbst Fußballprofi und spielte zwischen 1985 und 2002 als Defensiv-Allrounder unter anderem in Frankreich. Für das Nationalteam von Gabun lief er 74 Mal auf und war zuletzt bereits Co-Trainer von Gabun. Auch seine beiden anderen Söhne wurden Fußballer. Willy Aubameyang spielte bis Januar 2016 für den ehemaligen Regionalligisten FC Krai aus Essen. Katelina Aubameyang absolvierte ein Pflichtspiel für den AC Mailand. Gabun, Ziel ist der Afrika Cup 2019. Aubameyang und Cousin treten die Nachfolge des Spaniers José Antonio Camacho an, der kürzlich wegen Erfolglosigkeit gefeuert wurde. Seit Ende 2016 hatte er nur 2 Siege bei 7 Niederlagen und 8 Remis geholt. Angesichts der Dringlichkeit wurde entschieden, ein Trainerteam für die Panther aus Gabun zusammenzustellen, das sich durch große Kenntnisse des gabunischen Fußballs und dessen Umgebung auszeichnet, teilte der Verband FEGAFOOT mit. Ex-Profi François Amigasse übernimmt die Rolle als Generalmanager. Mit dem neuen Trio soll die Qualifikation für den Afrika Cup 2019 gelingen, wobei Gabun in der Gruppenphase aktuell mit nur einem Punkt auf Platz 3 hinter Mali und Burundi liegt. Sport 1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr.